Ich hab bloß den anderen mal kurz gesehen. Und deswegen. Sesam, öffne dich! Saubere Arbeit! Was war das vorhin noch mit Donkey Konga? Mein Gesang kann Türen öffnen. Na, das können wir nicht weiter. Kennt das? Ja. Mein Gesang kann Platten erheben. Also ich habe einmal was Cooles, ja, und ich kann damit nichts machen. Was auf Waffen. Warum wird Cody eigentlich noch das Werfen reduziert? Weil ich hätte so eine schöne Trommel haben können jetzt. Tja, man muss das Beste aus dem machen, was man hat, ne? Sagte mal ein weiser Mann vor einer halben Stunde, glaube ich. Ja, kann ich mich nicht mal erinnern. Boah, hat man eine riesen Jukebox. Boah, hat so ein Mikro. Das wird bestimmt laut, wenn ich da jetzt reinsinge. Ach, bestimmt. Ja, hier, dann werf mal eine Münze rein. Ist das nicht die Jukebox von deinem Großvater? Ja. Ganz vergessen, dass die noch auf dem Dachboden steht. Glaubst du, die funktioniert noch? Ah, ich wette, wir kriegen sie wieder in Gang. Ich will jetzt ein schönes Lied hören. Wappa, bluba, blam, bam, boom, tutti frutti. Denkst du mal den King oder so ein Scheiß? Wow. Ich wünschte, mein Großvater könnte uns jetzt singen. Das würde ihm gefallen. Oder auch nicht. Er hat immer gesagt, dass ich damit vorsichtig sein soll. Die Liebe seines Lebens. Direkt. Aber Six Chess. So ein süßes Pärchen. Bin zufrieden. Opa, diese Musik klingt irgendwie so nach einem alten Jeans-Werbespot. Ich fahre mit meinem Motorrad auf der Route 66. Meine Jeans bricht niemals zusammen. Oder und so dazu noch Davidoff, den Duft für wahre Männer. Und alles, was dich bei den Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter Drei-Tage-Bart. Don Johnson-Style ist genau das Richtige und die Frauen werden es dir danken. Das klingt mehr trotzdem wie so eine Zigarettenwerbung. Waren die nicht früher alle gleich? Ein bisschen. Alles kaputt machen. Ja, das können Frauen gut mit ihren Stimmen. Einfach ja. Alles zerstören. Das, was du gerade da machst, so sieht ein professioneller Soundcheck aus. Oh, ich habe keine Stimmenpower mehr. Eigentlich hättest du die Klappe. Hey, die Stimmenpower erholt sich schneller als das. Wesentlich schneller als das Masterschwert in Breath of the Wild. Oh, jetzt mal hier den Amplifier auf 11 drehen, ne? Ja, also muss ich da hoch. Oh, das sieht jetzt irgendwie aus nach dem Anfang von Zurück in die Zukunft. Verzerrer auf volle Pulle. Energie. Lass es krachen, Mate. Ja, das ist eindeutig der Anfang von Zurück in die Zukunft. Cody und May überleben dies. Absoluter Rekord. Pow, pow, pow.
gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt die Lautsprecher verdient. Oh. Klasse. Dann kannst du uns ja jetzt hier rauslassen. Noch nicht. Noch seid ihr nicht fertig. Euch fehlen noch die Mikros und die Scheinwerfer. Wuhu! Oh, das könnte heiß werden. Oh. Können wir da Sicherheitsscheinwerfer benutzen? Du darfst zuerst, Cody. Das ist zu gütig. Du kannst doch bestimmt die Strahlen blockieren mit einem Ding, was du da auf dem Rücken hast. Ich kann den Schild blocken. Alter, ich bin Captain America. Cody, du kannst dein Schild für die Laser benutzen. Hört man das Gequietsche? Ich höre nichts. Das ist gut. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Du kannst das hiermit steuern. Oh Gott. Also gelb ist nach vorne. Gelbes Kabel, ja. Hier ist so. Nee, das ist zwar nach vorne, aber du musst das Violette nehmen, weil das geht ja zurück. May, das ist echt gruselig! Superhelden dürfen nicht ängstlich sein! Jetzt ist die Frage. Ach, da muss man nicht an dem Dings da vorbeisteuern, ne? Ja, du musst da vorbeisteuern. Oh, verdammt. Ah, und dann musst du das Schild nutzen, um die Dings da zu blocken. C ja. Ist. Nee, Moment. C ist gelb. C. Ist rechts, oder? Na, jetzt dreh mal die Kamera. Ja, genau. So. Dann ist D jetzt auch nach vorne, oder? Nee. D ist jetzt nach vorne. C ist zur Seite. Ist nach. Fließt nach links, schießt mich nach rechts. So, jetzt muss ich ganz kurz aufpassen hier. Nach A. Ach, na klasse, Zufall. Sei froh, dass das B-Cache daneben steht. Das ist D. Also, bist schon drüben. Ja, ja. Konnte er gleich vorspringen. Das kriegen wir jetzt so schön. Hoffentlich die Scheinwerfer. Ja, macht Sinn, um Scheinwerfer anzuschalten, das Kabel durchzutrennen. Ja, macht man doch heutzutage, oder? Klar. Ich meine, ich war noch nicht auf dem Konzert, aber ich finde das schon realistisch. Hier drüben, May! Ich kann dich nicht sehen. Es ist so dunkel hier. Oh yeah. Du kannst damit was anstellen. Was machst du da? Ich wollte eigentlich da hoch und schauen, ob das Spiel nachgibt, aber nee. Da muss halt eben der Klügere nachgeben. Das Spiel also. Meinen, dass das funktionierte. Oh Mann, altes Casio-Keyboard.
So, kannst du die Super Mario Brothers Melodie darauf spielen? Nee, kannst du's? Nee. Das klingt auch zu sehr irgendwie nach C64 Musik. Das klingt gerade so ein bisschen wie. Du hast zusammen, kriegen wir es gleich hin. Also der Ton geht los. Oh, wow! Das ist mein alter Kassettenrekorder! Ich sehe es vor. Die junge, rebellische May hört Musik auf dem Bett. Ach, halt die Klappe! Wow! Yo, Mann! Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nein! Ich teile, würde ich sagen. Hey Cody, hilf mir da auf! Alles klar! Bist du sicher? Glaub mir, ich weiß, wie man Knöpfe dreht. Warum? Oh Gott. Das ist deine Schuld. Warum glaube ich ihm das bloß nicht? Ich meine, Rosie ist ja schon ein bisschen älter und bei ihm ist wahrscheinlich die Zeit auch schon länger her, dass er mal die Sender verstellt hat, oder? Ich weiß es nicht. Ich will darüber auch nicht nachdenken, um ganz echt zu sein. Ja, danke, dass du das wegziehst. Ich wollte eigentlich ganz normal für dich das da hindrehen. Ja, genau. Ja, ich sehe schon, du hast sehr viel Spaß da, diese zwei Dinger da zu drehen. Ja, habe ich. Ja. Was hättest du jetzt das schon wieder weggedreht, als ich gerade da hinspringen will? Dann springe da nicht. Dann springe da nicht. Wow, ist das abgedreht. Ich sehe dich auf dem Monitor. Halte die Regler im Auge. Okay, okay. Ich mach's lieber selbst. Kein Patron, der Mann. Ich kann's nicht nachvollziehen. Kann ich nicht verstehen, warum man kein Patron in dich hat. So wie ich niemals umbringen würde. Ja, ich erinnere an die Szene mit dem Fisch. Touché. Was ist das? Ist das ein Mikrofon? Ich glaube schon. Gut. Das Buch sagt, wir brauchen Mikros für die Bühne. Das ist eine Schallisolierung mal. Wow. Mays Gesang öffnet Mikrofone. Ich zerstöre sie. Killer-Mikrofone from outer space. Demnächst sind wir im Kino. Ja. Ja, musste ja kommen, dass irgendwann mit ihrem Gesang mal eine Fensterscheibe zerbricht, ne?
Ja. Das sieht immer weniger und weniger aus wie ein Tonstudio mit Schallisolierung, als bald mehr wie eine Gummizelle. Ah ja, ich bin gerade abgestürzt. Der hat mich gefressen. Das Ding hat mich einfach gefressen. So spielt das Leben. Was will ich ein Mikrofon frissen? Kann passieren. Mei, Güte. Bitte hör nicht auf. Hör bitte. Nee, die Schlangenbändigerin. Während des Grindens singen. Kannst du das nicht? Hab's noch nie probiert. Frag mich mal warum. Das mir fast die Luft ausgegangen. Wow! Was war das? Oh Gott. Schnell, Cody! Snake! Los, Cody! Heiliger Strohsack! Es wird uns erwischen! Es wird uns erwischen! Wenn du schneller läufst! Wow! Also ich kann in dieser Fluchtsequenz nicht singen, das nur so nebenbei. Dachte mir schon fast. R1? Ich weiß nicht warum, ich wechsle immer L1 und R1. Also das ist dann jetzt wohl Snake Mike Surfing, Hashtag. Hier gibt Snake mit einem völlig neuen Sinn. Bitte was? Ich bin gerade durch den Boden gefallen, ne? Ich hab meinen Atem links! Oh Gott. Daran ist nur dieses Buch schuld! Ich glaube, wir haben diese Schlangen getötet! Getötet. Den das Kopf abgebissen. Knapp für meinen Geschmack. Wie der Ossi. Gut gemacht mit dem Mikrofon. Mikrofon? Das war eine übergroße Schlange. Die uns um ein Haar getötet hätte. Aber ihr habt's geschafft. Und dafür, boom, bekommt ihr die Mikrofone. Gratulation. Yeah! Jetzt fehlt euch nur noch das Licht. Immer schön weiter so. Na komm. Ist das nicht längst in diesem Raum? Ich hab keinen Bock mehr auf den Typen. Hey, mit sowas habe ich gespielt, als ich noch klein war. Ach ja? Dann zeig, was du drauf hast. Versuch es auch mal. Es macht Spaß, zusammen Musik zu machen. Alles klar. Schreib dir ein Hit, yo. Ja, schreib dir ein Hit, yo. Yo, yo, yo. Jetzt brauchen wir noch den Hotbutton. Ich will gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Das Tonstudio explodiert. Das klingt ziemlich gut, Cody. Oh ja! Yeah. Das ist ein Hit, oder? Vielleicht kein Hit, aber es ist Musik. Ja, wenn man einen fahren lässt, kann das auch Musik sein. Kommt auf die Tonlage drauf an. Es kommt drauf an, was man gegessen hat. Denn du hast normal gegessen. Das sind ganz normale Dinge. Ich muss mal ganz kurz meinen Controller laden. Dann komme ich in dieses PC-Kabel hier.
mein random Gesangsknopfdruck hat gerade extrem gut auf die Musik gepasst. Na, ich hab's gekriegt. Oh, May, sieh dir das an. Der Spot da ist nur für dich. Nein, danke. Ach komm schon, May, du hast deinen Platz im Rampenlicht verdient. Nein, Cody, ich fühle mich wohler, wenn ich den Spot bediene. Also runter mit dir. Ja, ja, schon gut. Oh, Cody kann ich sehen. Dann sind das wohl meine 15 Minuten. Wieso 15 Minuten? Mann! Hey, hey, hey! Scheinwerfer auf mich!